Moin, da sind wir wieder FIFA 17 Retro Trainerkarriere. Heute Folge 11, mittlerweile neue Season, Season 2 in der EFL League One sind wir mittlerweile. Wir sind jetzt aufgestiegen. Jetzt sagen wir, zeige ich ganz kurz unseren Kader. Da ist ein bisschen was, was fehlt. Wir haben Lewis, Shaibu. Shaibu ist nur geliehen, müssen wir dran denken. Carey, Reinov, Green momentan. Setona ist auch nur geliehen. Auch dran denken, Weitermel gekauft letzte Season, Sokolik, Trelkate, Jervis, etc. Zetteras gekauft zum Glück. Wir haben noch Taylor auf der Bank, Fox, ah, der ist schon sehr alt, Sakevic, Donaldson, Bradley, Davis und Lewis, beides Jugendspieler. Beides auch eigentlich, okay, nicht für die erste Elf, aber Auswechsel. McKellum, Slew, Zongo und Sawyer. Ich glaube, wir noch ein paar verliehen, gucken ganz schnell, auf jeden Fall. Ein paar dürfen noch verliehen sein. Genau. Smith ist noch verliehen in der zweiten, in der vierten Liga. Bentley auch. Bose auch. Und Fletcher ist auch in der vierten Liga verliehen. Ich würde sagen, wir haben auf paar auf Liste. Wir haben 4,42 Transferbudget. Wir haben nächsten Monat einiges zu tun. Nächsten Monat haben wir viele Spiele. Gegen Southend United. Blackburn Rovers im EFL Cup. Swindon, Wycombe wieder dabei. Barnsley. Das ist ein anstrengender Monat auf jeden Fall. Ich habe ein paar Spieler schon gescoutet. Die werden wir auch annehmen, hoffentlich. Wenn wir ein paar fit. Wir haben ein Turnier. Wir werden das teuerste nehmen. Was sogar die Stelle quasi gefühlt. Okay. Nehmen wir an. Ach, was für ein Team das war. European International Cup, okay. Wir werden unser Team spielen lassen, da wir nicht wirklich viele Spiele haben. Ein paar abgelaufen. Ja gut, wir haben den auf der Liste. Und das Angebot nicht akzeptabel. Die wollen mindestens 2 Millionen. Aber das ist mir Spieler nicht wert. Auf jeden Fall. Wir werden 1-2 nehmen. Ein bisschen über Marktwert. Vielleicht können wir dann Lastik bei uns haben. McKellum was verlassen, stimmt. Da der hat ja eine Ausstiegsklausel da. Das heißt, der ist weg. Marzi, Marsha zu wenig, was sie gegeben haben. Wir haben 100.000 zu wenig gegeben, das ist schon frech. Dann gehen wir mal 700.000. Das ist schon frech. Als erstes geht es gegen. Boah, die Namen. Das ist schon wieder schwierig. Kortre. Irgendwas Polnisches auf jeden Fall. Normalerweise. Glaube ich. Setula mit 1 zu 0 wichtig. Setulas geliehen. Die müssen wir nach danach extrem holen. Der ist extrem stark. Linker Flügel und extrem schnell. All den brauchen wir nächste Season. Eindeutig. Genau wie Shaibu, den möchte ich auch gerne behalten. Gegentor ist okay, Sain. Kann man so überspringen hier. Das Geld wäre nett zu haben, klar. Die wollen, als ob wir wirklich 2 Millionen haben. Ich gehe auch noch auf 1,7 hoch. Nee, auf 1,6 gehe ich hoch. Hör nicht. Mehr gehe ich nicht hoch. Genau, 5 Jahre Zeit, Vertrag sehe ich gerade. Davis zu spielen, das darf er nächstes Spiel. Dafür kommt dann Valiant raus, würde ich sagen. Kommt Davis rein. So. Ein bisschen was auch an. Ja. Umbauen, würde ich sagen, hier. Das ist nice. Das Album ist nice. Was ich habe, annehmen. 2 Jahresleihe plus 1 Million Ablöse. Den nehmen wir an. Okay. Die wollen den nicht abgeben. Okay. Müssen wir so hinnehmen. Haben wir den schon? Und kommt das nächste danach? Den haben wir schon. Den setzen wir rein für Sokolik. Würde ich sagen direkt.
Da haben wir eigentlich eine gute Auswechselbank mit den von Manchester, wo ich den Namen gerade nicht weiß, und Davis und Bradley. Als Verteidigung ist, glaube ich, so ungefähr okay. 1,6, okay. Achso, wir sollten natürlich noch den Dings losschicken, den Jugendtrainer, den wir haben. Und wir bauen mal in, würde ich sagen, in Irland auf. Neun Monate. Das ist, glaube ich, schon ganz gut. So, wir sollten mal ganz kurz ein bisschen Gehaltsbudget rübergeben. Perfekt. Sonst haben wir nicht genug Geld für Gehälter. Gegen St. Truiden geht es als nächstes, glaube ich, Belgien. Ich glaube, das ist Belgien. 3-2, okay. Ja, okay. Passiert. Sag, ich gebe den Spielern ein bisschen Chancen, die Spieler, die Jungen. Ja, du bist mir eigentlich relativ egal. Bin ich ehrlich. Transferangebot für Ryan Donaldson, 2 Jahre Leihe. An sich würde ich sagen, ja, aber. Ach komm, wir müssen auf rechten Mittelfeldspieler eh was anderes holen. Eindeutig. Das ist Pflicht. Dass wir da was anderes holen. Aber es gegen Toms könnte auch Polen sein? Ich weiß es nicht. 3-0 gewinnt deswegen uns Carey, Green und Shaibu machen die Tore. Das ist vernünftig. Ich weiß nicht, warum Sukulik in den Sturm gestellt wird, aber das ist FIFA. Der macht da keinen Sinn. Der macht da keinen Sinn. Okay, Paidar, da ist schlechter als ich dachte, aber 18. Das heißt, der könnte in der Zukunft krass sein. Brun Larsen. Wir brauchen links und rechts mehr bessere Spieler. Und der ist nice. Ich würde sagen, wir werden Laie plus Kaufoption machen. 2 Jahre und da machen wir mal 1 Million. So ein bisschen das verschwundene Talent muss man sagen mittlerweile, aber der wäre möglich zu holen. Das wäre nicht viel Geld für uns. 2 Jahre Laien. Kann man auch sagen, nein oder ja. So. Der möchte 3-1 haben. Wir geben ihm 3-0. Bin fair. Er kriegt 3-0. So. Wenn wir gucken hier. Jetzt geht's gegen. Ja, okay, das ist ein italienischer Verein, das weiß ich. Okay, vielleicht können wir ihn so holen. Das wäre krass. Der hat mir von links. Schon mal einen besseren als wer spielt denn links? Green spielt links. 2-2. 4-3 nach München ist wichtig. Leves und Reinov. Reinov wollte auswechseln vorhin. Okay. Transferangebot. Eigentlich können wir ihn ziehen lassen, so gesehen. Ich würde sagen, den können wir ziehen lassen. Weil der ist nicht wichtig. Der ist rein theoretisch nicht wichtig. Noch mehr Preisgeld ist es, das ist schön. Preisgeld ist wichtig. Dann geben wir ihn 3-1. Geben wir ihn 3-2, weil ich. Er ist Weltstar, naja. Er hat 68. Den lassen wir jetzt außen vor. Rein geht's gegen KV. Das ist Bombe. Das ist nice. Jakob Brun Larsen ist bei uns. Das ist sehr gut. Das freut mich. Das heißt, wir können Green rauswechseln. 55 sogar nur, sehe ich gerade. Oh. Somit brauchen wir nur noch rechts ein eigentlich. Nur das rechts für Jervis, ein Ersatz. Dann wäre es optimal. Aber rechts brauchen wir schon bessere, würde ich sagen.
Ja, einfach auch kurz auswechseln. Man kommt mir Spiel dafür. Slu, okay. KV Westerlo. Auch Belgien. Verlieren wir 1-0, okay. Das ist okay. Wir haben Finale. Nach den beiden Spielen, die ersten beiden Spiele, habe ich nicht gedacht, dass wir ins Finale kommen. Aber wir haben jetzt Brun Larsen. Lewis Scheibum Sturm. Carey Reinoff. Ich muss das mal bearbeiten hier. Green kommt rein. So. Die kommen wieder rein natürlich in Sturm. In Verteidigung. So. Damit haben wir eigentlich ein halbes okay Mannschaft. Brun Larsen muss ihn einfinden, klar. Abwehr 67 Kollektiv. Insgesamt haben wir eine 64, nee, 63 im Kollektiv. Ja, rechts ist nochmal eine. Also gucken müssen. Wir haben zwei junge Verteidiger, die Talente haben. Einen jungen, talentierten Torhüter. Kann der rechts spielen, zufällig? Nee, schade, okay. Green. 55, naja. Wir haben einen leicht dünnen Kader. Zwei Verletzungen, es wird eng bei uns. Schon mal nicht optimal. Verletzungen können wir nicht gebrauchen. Aber wir können trainieren. Und das ist wichtig. Ich würde sagen, der Sturm passt momentan. Brun Larsen würde ich gerne hochtrainieren. Ich würde gerne unseren Grün hochtrainieren. Der hat zwar keinen grünen Haken da, aber vielleicht können wir noch ein paar Punkte hochziehen. Wäre optimal. Da passt das so gesehen. Wir werden Davis auf eine 64 hoch trainieren, würde ich sagen. Und dann werden wir ihn raussortieren vielleicht. Setona passt. Levis werden wir ein bisschen hoch trainieren auf eine 64. Und Innenverteidiger. Ach komm, wir wollen mit ein bisschen Levis trainieren. Lass uns unseren Schutz legen. Den trainieren wir ein bisschen, würde ich sagen. Nicht verkehrt. So. Ich habe ein paar Spieler auf der Liste auf jeden Fall. Ja, okay, komm, Lasik, dann vergiss es. Wenn ich zu uns möchte, dann brauche ich nicht zu uns wechseln. So. Green geht einen Punkt hoch, wie etwas. Davis fast auch einen Punkt. Green ein bisschen hochziehen auf 60, wäre schon mal gut. Vielleicht können wir damit dann Jarvis absetzen. Wenn wir keinen anderen Rechtsverteidiger finden. Slu, dann nehmen wir an. Der ist schlecht, der ist unglücklich, hat eine Form von schlecht und bringt uns im Sturm nicht weiter, so gesehen. Ich habe ein paar Spieler gescoutet. Problem, linker Mittelfeldspieler habe ich gescoutet. Ein bisschen nicht optimal. Jetzt. Ein paar krasse dabei, im Florian Kainz von der Gesamtstärke her. Eitschek hat hier noch auf dem ja, Blick mit 70. Kerim Frey. Dachte ich mir so, okay, alles ist gewechselt, glaube ich, gerade eben erst. Fraser, auch krass. Elsnick, ja, okay, ich dachte, der wäre stärker. Weimann, auch krass. Aber ich würde sagen, ich scout ganz kurz nochmal rechte Mittelfeldspieler und gucke, was wir da so finden. Ein paar ist gescoutet. Mal gucken, was wir da so scout haben. Ich glaube, so, ja, alles halb ist okay. Haben die nicht schon angefragt für den? Ah, nicht, wir haben den für Slu angefragt, glaube ich. Okay. Wien, Platz 19. Frechheit. Finde ich mal ehrenlos. Oha, tschüss. Ablehnen. Etc. für 1,9 kaufen. Okay. Krass. Hat Davis noch ein bisschen hoch. 62 ist wichtig, so gesehen. Ich habe ein paar aus England, ein paar aus Deutschland. Also, ja, mal gucken. Den fand ich ganz cool. Der hat 69 und den
Könnte man direkt kaufen. Oder man wartet. Lol. Als wenn wir den für 900.000 kriegen könnten. Machen wir 7.000, wir sind nett. Das wäre krass. Wenn wir den so kriegen würden, so billig. Glaube ich aber nicht. Von daher. Fand ich den noch ganz cool. 18 Jahre. 1,9. Das wäre eine Möglichkeit. Der wird teuer sein. Ja. Wir werden mal 1,9 bieten. Transfermarkt. Transferwert. Von daher mal gucken, ob das klappt. Aber das erste Spiel geht gegen. Ja, los, weg mit dir. Mann! Als nächstes geht's gegen Slu. Nee, gar nicht gegen. Komm, jetzt sag auf, bitte. Gegen Southend United. Oha. Geben wir ihnen das Geld, was er haben möchte, würde ich sagen. 4 Jahre. Wichtig für Mannschaft 1, weil er wäre Stammspieler. Ja, okay. Wie wär's du mit dem anderen Spieler? Nee, sorry, Green. Das Spiel ist zu wichtig, das erste Spiel. Da müssen wir überzeugen. Gegen Southend United. Da müssen wir überzeugen. Da möchte ich mit der Top-Aufstellung aus Feld gehen. Und da fällst du leider nicht rein. Wir werden. Oh, Carry, wichtig. Ich will das erste Spiel gewinnen. Ich will zeigen, dass wir nicht auf Platz 9 zu gehören, sondern ins Mittelfeld. Oder ins obere Mittelfeld. Ah, 1-1. Also, Ausstieg diese Season wird nichts. Glaube ich nicht. Will ich auch gar nicht. Ich will eine Season hier bleiben. Und dann den Ausstieg wagen. Cox. Ah, 2-1. Ah, nicht optimal. Hätte besser ausgehen können, klar. Aber verlieren. Die ist jetzt gegangen. Toll. Oh mein geil. Mal gucken, wie es läuft bei uns. Ich bin gespannt. Davis 63. Auch schon mal gut. Lewis ist auch weiter hoch. Die beiden Lewisse. Green. Larsen. Larsen 95, 65 mittlerweile. Also muss haben wir eine 63 wegen Jervis. Leider. Im Kollektiv. Sonst hätten wir eine 65. War Jervis nicht da? Kurz gucken, was hat Bray? Na, okay, eine 61. Das wäre stärker. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Für Folge 11, für die erste Season in der EFL League 2. Für die erste Folge in der EFL League 2. League 1, League 1! Nächste Woche geht es dann gegen. Nächste Folge geht es dann gegen Blackburn Rovers, Swindon Town, Wycombe und Barnsley. Da haben wir schon Ende des Transferfensters im August. Und dann geht es voll rein in die Season hier, wie man sieht. Viele spannende Spiele. Ich bin gespannt, ihr seid gespannt. Als erstes macht es am besten, ist das Video liken, man kann abonnieren, das Video teilen und folgt mir auf Social Media. Instagram, Twitter, Twitch, der andere YouTube-Channel, alles unten verlinkt. Das war's von mir, bis zum nächsten Mal und ciao.